sich zu Hause fühlen. Auf Geschäftsreise oder im Urlaub. Dafür steht das neu eröffnete Hotel Wallern 4702. Nur 2 Kilometer von der Eurotherme Bad Schallerbach entfernt, aber auch die Messestadt Wels ist in 10 Minuten erreichbar. Modern, aber auch gemütlich eingerichtete Zimmer. Zum gemütlichen Plauschall lädt das Kaffeehaus ein. Für Vorträge und Workshops steht ein moderner Seminarraum zur Verfügung. hotelwallern.at. Wir verstehen uns als Dienstleister in den Bereichen Anlagenbau, Montage, Service und Instandhaltung sowie Personalbereitstellung. www.zaunergroup.com. Das Leichtathletik-Highlight des Jahres. Google Games 2014 am 14. Juli in Linz. Topstars der Leichtathletik sprengen die Limits. Show-Act mit Conchita Wurst. Einlass ist ab 15 Uhr. Die Eröffnung um 19 Uhr, das Ende um 22 Uhr. Linz AG Jugendaktion. Gratis Eintritt für alle Jugendlichen bis 15 Jahre. Google Games 2014 am 14. Juli in Linz. Dass Erfolg seinen Preis hat, sieht man auch beim SV Zauner Grupp Wallern. Mit der Top-Regionalliga-Saison 2013-2014 hat man sich locker für die erste ÖFB-Samsung-Cup-Runde qualifiziert. Der Preis dafür ist, dass die Urlaubszeit für die Kicker eine sehr kurze ist. Denn schon am 11. Juli steht für die Gschneidner Elf damit das erste Bewerbsspiel am Programm. Eben die erste ÖFB-Cup-Runde. Für Gegner Union TTI St. Florian gilt natürlich selbiges. Apropos Sängerknaben. Die standen in den letzten Wochen im Fokus der Medien. Die Gründe dafür: Franz Grad als der neue große Geldgeber und Ex-SV Ried-Coach Michi Angerschmidt als neuer Top-Chef auf der Bank. Um dann das Ganze doch wieder abzublasen und Ex-FC Wels-Coach Reinhard Buritz als neuen Chef und Ex-Blau-Weiß-Kicker Tino Wabra als neuen Co-Trainer aus dem Hut zu zaubern. Ja, es war ganz eine kurzfristige Geschichte aufgrund der bekannten Situation. Ich bin super eingelebt, ich kenne ja St. Florian, ich habe dort auch selber gespielt und wir haben, der Dino und ich haben eine super Mannschaft übernommen, also sehr viele junge Spieler, eine willige Mannschaft, die alle Vollgas geben, auch schon im Training und ich glaube, dass wir viel Freude noch haben werden insgesamt mit dem ganzen Team. Etwas über 300 Fans sehen im Zauner Grupp Stadion ein Cup-Match mit viel Einsatz, aber sehr wenigen Torszenen. Richtig laut wird es erstmals in der 20. Minute. Florian Snaderer stolpert über die Füße von Wallerts Haselgruber. Der Unparteiische wertet es als Foulspiel, also gibt es Elfmeter für die Sängerknaben. Indrischer übernimmt die Verantwortung und scheitert gleich zweimal an Zaunergrupp-Goalie Matija Tandic. Dies auch schon die Höhepunkte von Halbzeit 1. Mit 0:0 werden in Wallern die Seiten gewechselt. Sich zu Hause fühlen, auf Geschäftsreise oder im Urlaub. Dafür steht das neu eröffnete Hotel Wallern 4702. Nur 2 Kilometer von der Eurotherme Bad Schallerbach entfernt, aber auch die Messestadt Wels ist in 10 Minuten erreichbar. Modern, aber auch gemütlich eingerichtete Zimmer. Zum gemütlichen Plauschall lädt das Kaffeehaus ein. Für Vorträge und Workshops steht ein moderner Seminarraum zur Verfügung. hotelwallern.at. Wir verstehen uns als Dienstleister in den Bereichen Anlagenbau, Montage, Service und Instandhaltung sowie Personalbereitstellung. www.zaunergroup.com. Das Leichtathletik-Highlight des Jahres. Google Games 2014 am 14. Juli in Linz. Topstars der Leichtathletik sprengen die Limits. Show-Act mit Conchita Wurst. Einlass ist ab 15 Uhr. Die Eröffnung um 19 Uhr. Das Ende um 22 Uhr. Linz AG Jugendaktion. Gratis Eintritt für alle Jugendlichen bis 15 Jahre. Google Games 2014 am 14. Juli in Linz. Auch in Hälfte 2 halten sich die Top-Szenen in Grenzen. In der 58. Minute ist der SVW aber ganz knapp dran an der 1:0-Führung. Mit einem Superreflex verhindert St. Florian Schlussmann Durakovic einen Kopfballtreffer von Wallerns Kapitän Peter Forischek. Und auch 5 Minuten später ist St. Florians Einser am Posten.
Er lenkt den Abraham-Schuss in den Corner, der dann nichts einbringt. 12 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verhindert die Heimelf mit vereinten Kräften einen Naderer-Treffer. Damit steht's nach 90 Minuten zwischen SV Zaunergrub Wallern und Union TT St. Florian noch immer 0:0. Und das heißt für die Teams 2x15 Minuten nachsitzen, also Verlängerung. In der Verlängerung sind gerade einmal 3 Minuten gespielt, da ist das Runde im Eckigen des SV Wallern. Der Treffer zählt aber nicht. Der Assistent des guten Schiri Schnetzer hat sofort die Fahne oben. Abseits. In der 97. Minute klingen metallische Klänge durchs Zaunergrub-Stadion. Wallerns Affenzeller setzt die Kugel an die Florianer Querlatte. Damit sehen die Fans auch nach 105 Minuten noch keine Tore. Zum letzten Mal werden in Wallern die Seiten gewechselt. Wir schreiben die 107. Minute und in der fasst sich Sinisa Markovic ein Herz, zieht aus gut 25 Metern ab und drinnen ist das Spielgerät im Florianer Kasten. Nicht wirklich gut sieht dabei allerdings Gästekeeper Durakovic aus. Der SV Zaunergrub Wallern damit in der zweiten Runde des ÖFB Samsung Cups. Denkste, denn in der 117. Minute gleicht St. Florian aus. Naderer mit der Flanke auf Oliver Breuer und der nickt zum 1:1 ein. Damit wird den über 300 Fans alles geboten, was ein Cupfight zu bieten hat. Verlängerung und Elfmeterschießen. Dick Schneidenelf beginnt mit dem Shootout. Der erste Schütze ist Akin Fati. Gästigoli Durakovic zwar im richtigen Eck, der Schuss aber zu scharf und zu platziert. Für die Buritz Boys steht dann Leonard Meyer am Elfmeterpunkt. Hoch, mitten aufs Tor, der 2:2 Ausgleich. Bayram Gass, der nächste bei Wallern. Florians Goalie im rechten, die Kugel im linken Eck, das 3:2. Der nächste Schütze bei St. Florian ist Gernot Falkner. Er visiert das linke Eck an, aber dort ist auch SVW-Goalie Dandic. Gehalten, es bleibt beim 3:2 für Wallern. Sinisa Markovic täuscht Goalie Durakovic, erhöht ganz sicher auf 4:2. St. Florians Quer im Indrischei verkürzt dann mit einem Hammerschuss ins rechte obere Eck auf 4:3. Da schießt er sich wohl auch den Frust des vergebenen Elfers in der regulären Spielzeit aus seiner Seele. Wallern schützen an diesem Abend aber kühl und abgebrüht. Dominik Kirschner mit dem 5:3 für den SVW. Jetzt muss St. Florians Bernhard Buchecker schon treffen, um die Buritz Elf im Rennen um die zweite Cuprunde zu halten. Und er macht das Tor. 5:4 für Wallern. Der nächste bei den Zauner Boys heißt Matija Dandic. Richtig, der Einser der Grünen übernimmt als letzter die Verantwortung und wird mit diesem Schuss endgültig zum Helden dieses Cupfights. 6:4, der SV Zaunergrub Wallern steht in der nächsten Runde des prestigeträchtigen ÖFB Samsung Cup. Super, super, sehr gut. Das ist super für mich und Mannschaft auch. Jetzt muss trainieren, mehr probiere weiter. Starke Nerven beim Elfmeterschießen? Ja, ein bisschen, aber passte. Du kreisch auch immer Elfmeter, ich schieße und passt. Dandic und Kollegen hoffen nun auf einen zugkräftigen Gegner am 23. September. Vielleicht kommt ja Rapid, Red Bull oder die Austria aus Wien ins Hausruckviertel. Mal sehen. Hier noch die Statements der Trainer nach diesen 120 Cup-Minuten plus Elfmeterschießen. Ja, ich muss sagen, für den Zeitpunkt der Spielansetzung war das eine recht flotte Partie. Wir sind beide Mannschaften erst relativ frisch in der Vorbereitung drinnen. Ich glaube, erste Hälfte haben wir Vorteile gehabt, zweite Wallern. In der Verlängerung ist es hin und her gegangen und somit war mal das X auf alle Fälle das logische oder gerechte Ergebnis. Und im Elfmeterschießen gewinnt halt meistens der Entschlossenere. Im Cup zählt nur das Weiterkommen, das haben wir geschafft, knapp aber doch. Des Weiteren für die neue Mannschaft ist es jedes Erfolgserlebnis natürlich sehr, sehr gut.